So, we are back, ja. Back, back, back to the roots, back to the future. Wir befinden uns ja, glaube ich, im Jahre 2019. 2019. Wie alt bin ich denn 2019? Da bin ich 22. Ja, 22. When came the beta? No way. First there is to be the beta. Ja, die Beta ist doch jetzt schon. Was wollen denn die Leute? So. Und ich muss hier eben um den ganzen Teil rum und dahin. Aber bei der Farm ist bestimmt auch noch was. Puh, this is an Alpha Version. Was auch immer. Don't think so. Ja, auf der Internetseite steht doch, die Beta ist jetzt ab 31. Oktober war die Beta. So, und jetzt zirkelt zumindest die komische Farm ja dann gleich zu sehen sein, wenn ich hinter dem Baum durch bin. Wenn ich jetzt gerade hier so schön im Baum stehe, kann ich mal die komische Gasmaske droppen. So. Braucht eh keiner. Ah, da haben wir schon die Farm. Sehr schön. Weil bei dem kleinen Rucksack nimmt die Gasmaske definitiv nur Platz weg. Und den können wir viel besser gebrauchen, falls wir noch mehr Zeug zum Essen finden. Weil maximal Weight, okay, wir können noch ein bisschen was nehmen, das stimmt schon, ja, okay. Egal. Aber wir haben auch nur begrenzte Plätze, also noch hier die vier und den da, also fünf Plätze noch. Und ja. Und ich sehe schon wieder die Zombies. Ich mit Origin verbunden. Oh, fuck. Wieso hat denn der jetzt die Schulter gewechselt? Nein, ich will wieder zurück. Nein! Jetzt hab ich... Alter, Moment. Wieso drücke ich eigentlich da die linke Maustaste? Bin ich eigentlich doof oder was? Ja, ich will doch. Moment. Options. Move left. Crouch. Handgun. Prone. Ja. Das soll ich wieder zurückstellen. Acceleration, no. Okay. Wie? Wie habe ich das denn jetzt hinbekommen? So, so. Windows-Taste. Oh mein Gott. So, so, so. 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 Oh Gott, ich weiß nicht mehr. Werde ich mich jetzt halt wohl oder übel dran gewöhnen. Und ich schätze mal, wenn hier was ist, dann in der Scheune. Wie kriege ich das wieder zurück? Wie? Kann ich da drüber springen? Oh. Dann switche ich jetzt mal in den First-Person-Modus und hier wird jetzt alles abgeknallt. Alter. Soll mir bloß nicht zu nahe kommen. Aber wieso ist es auf der anderen Schulter? Na, das google ich dann halt mal. Schulter wechseln bei dem komischen Spiel hier. Meine Fresse. Ja, wie du es jetzt die Scheune zu. Hier
den Autos ist auch öfters mal was drin. Hier jetzt nicht. Okay, nichts wie die Scheune. Oh ja, was war denn da? Chocolate Bar. Und da? Jericho. So. Bleib liegen. Eine Notiz. Ja, er kann Notizen lesen. Aber die bringen es nicht wirklich. Puh, okay. Lass dich bloß in Ruhe. Wieso liegt denn in der Scheune kein Hammer oder so? So, jetzt lass mal gucken. Jericho, nein, mit Equip. 4. Cool. Nein! Ach so. Ach so ist das. Jetzt habe ich die Waffe, aber keine Munition. Das ist ja traumhaft. Was? Granola Bar. Ja, das ist jetzt wirklich scheiße. Jetzt habe ich gedacht, naja, kann ich halt noch ein bisschen schießen. Ich habe ja noch ein bisschen Munition hier. Pfeifendeckel. Ja, ich glaube, ich habe ein paar Zombies hier ausgeräuchert. Guck ich ja trotzdem noch ein bisschen rum. Du warst, glaube ich, mal ein Esel. Ein hübscher kleiner Esel. Beim Bagger ist nichts los. Nee, da ist nichts los. So, und jetzt hier vorne noch zum eigentlichen Bauernhaus. Was liegt denn da? Ja. Wasser. Und Wasser. Okay. So einen Spielplatz hier kennen wir doch. Der ist doch auch in der einen Stadt. Haha, er kommt hier nicht rein. Dachte gerade, das ist ein anderer Spieler. Okay, jetzt das Problem. Oh. Spawnt hier so schnell neues Zeug. Hau bloß ab. Hier gibt's nichts zu sehen. Geh weg! Ah. Alter, ich will jetzt schießen, ich will nur Munition verschwenden. Ja, dich meine ich, du Scheißteil. Ah, Mann, die sah ich jetzt die zweite Waffe, keine Munition, das ist jetzt doch leicht behindert. Lass mal schauen, was ist denn da oben so? Nichts. Ist immer noch die Notiz. So, wir essen jetzt unseren Granola Bar. Und dann ist der Plan, wir rennen raus an ihm vorbei. Und dann rennen wir rechts so nach Parkville oder so ähnlich. Lauf! Ja, ja. Scheißegal. Einfach rennen. Die kommen hier nämlich nicht rüber über den Zaun. Also Glück im Unglück. Lauf, Forrest. Lauf. Und spring drüber. Aha. Puh, okay. Hier ist jetzt der komische Seeausläufer. Ich könnte jetzt noch weiter nach da laufen, dann würde ich in die Stadt kommen. Und Leute, ich glaube, ich werde mich jetzt auch mal in die Stadt bewegen. Weil da ist öfters mal was los, da finde ich öfters, findet man öfters coole Sachen. Und dann kriege ich da 100 Pro und Hammer oder sowas. Because, wenn man mit einem Hammer gegen andere Spieler kämpft, dann hat man definitiv, wenn man einen Hammer dabei hat, und damit mit einem Hammer kann man ja auch Zombies töten. Ich weiß, es hört sich doof an für die Leute, die das Spiel kennen, aber es geht definitiv. Ich habe es schon zweimal gemacht, man muss dann halt mit dem Zombie rumlaufen und 5 Millionen mal drauf rumhacken. Aber wenn so circa 2 Minuten um den Zombie rumläuft und ihn dann immer schlägt, dann kann man den locker töten. So, jetzt wie schafft man das, aber das hier wieder. Ich
Ich will. Wieso sieht man mich eigentlich schlechter, wenn ich nur so dastehe? Hm, vielleicht, weil man. Ach stimmt, genau, man reagiert ja, glaube ich, besser auf Bewegung als auf andere Sachen. Also. Hör ich hier gerade was? Okay, wir sind jetzt auch schon relativ nahe von der Stadt. Ich weiß auch, da oben hier ist ein Helikopter-Crash. Also da gibt es dann auch öfters mal eine schöne M16 oder so. Da werden wir jetzt aber nicht hingehen. Das kann ich euch versprechen. The South is dangerous. Nein. Wirklich. Ich glaube, dass hier bestimmt auch mal gute Sachen rumliegen könnten. Ja, ich glaube, wenn ich. Naja. Wenn ich den Part hier beendet habe, dann lege ich mich ja kurz an hin und google mal schnell, wie man wieder das schalten kann, dass er über die andere Schulter guckt. Me too, Hacker. I just got invisible killed. Puh, ja, da haben wir Glück gehabt. Nur ja. Aber da werden wir in der nächsten Folge mehr erfahren. Bis dann. Tschüss. Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu WarZ. Ich habe es mal gegoogelt, aber ich habe leider keinen Befehl gefunden, wie man die Schulterperspektive ändern kann. Ich probiere alle Knöpfe aus. Ich weiß beim besten Willen nicht. Ich weiß ja auch nicht, auf welche Knöpfe ich gedrückt habe. Also werden wir weiter so wie gerade eben überleben müssen. Ärgert mich jetzt halt, wenn man von der anderen Seite über die Schulter guckt, sieht man auch die Waffe und dann kann man besser abschätzen, wo man hinschießt, wenn man jetzt nicht gerade im First-Person-Modus ist. Naja. Was haben wir denn da vorne? Eine Mauer. Okay, ich muss zugeben, bei der Stadt war ich eigentlich noch fast nie. Werden wir mal sehen. 7 Schuss habe ich noch. Ich glaube, die Zombies kann ich ein bisschen zurückhalten oder wegrennen. Aber wo es ein bisschen schwieriger wird, ist eben erstmal eine Suppe. Zweifel, dass der auf uns geschossen hat. Auf jeden Fall waren das Schüsse. Und Schüsse heißt immer, dass auch irgendwo andere Spieler sind. Und zwar da vorne irgendwo. Meistens sind dann diejenigen Spieler, die von irgendwie so rumballern. Idioten. Oh, warte, lass mal gucken. Da ist so ein großes Haus. Das ist, glaube ich, so aus dem Shop. Und die. Ah, jetzt bin ich hier. Die Stadt ist also die mit den mit dem komischen Haus, wo die geilen Loots drin sein sollen. Okay. Okay. Lass mal sehen, auf dem Parkplatz sind Zombies. Ich komme aber in den Laden, komme ich rein. Oh mein Gott, mein Plan ist folgender. Ich probiere es mal rechts rum. Aber ich glaube nicht, dass das was bringen wird. Kommen wir denn da rein? Oh, andere Spieler. Ein anderer Spieler. Da ist er drin. Da ist er drin, da ist er drin, da ist er drin. So, was ich jetzt machen werde, ich werde jetzt erstmal ein. Eine Flasche Wasser trinken. Ich hatte halt auch nichts mehr an Antibiotika oder so ein Müll, weil ich das natürlich alles in meiner Professionalität aus Versehen angeklickt habe. Naja, alles, was wir jetzt mal probieren können, ist schön außenrum Zombies nicht anlocken. Vielleicht ist der Typ ja noch in dem Haus, weil ich glaube, das ist ein ziemlich großer Laden. Ich war da selber noch nie drin. Die schießen definitiv nicht von uns, weil da vorne das komische rote Haus da.
Das ist irgendwie so ein Platz, wo ziemlich viel Zeug spawnt. Ach nee, du. Ach, die Kackzombies haben jetzt noch gar keinen Bock. Ich weiß, dass man auf den komischen Ambulanzwagen da drauf kann. Ich hab noch 2 Schuss. LOL, Alter, okay. Oh, das war's dafür diesmal. Da hab ich jetzt doch ein bisschen überschätzt. Oh Gott, was hat der Typ da alles dabei? Okay, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.